Hallo und herzlich willkommen zum Livestream der BioDays. Mein Name ist Sonja. Zum Livestream heute begrüße ich Stefan Krüger von Tierlis. Er wird Ihnen innovative Halterungslösungen näher bringen. Langer Rede, kurzer Sinn, Stefan. Ich werde das Wort jetzt an dich übergeben. Ja, wunderschönen guten Morgen hier aus Mönchengladbach. In den heutigen Zeiten müssen wir andere Wege gehen, um unsere Kunden zu treffen. Hier möchte ich nochmal ganz explizit ein herzliches Dankeschön an das Marketingteam der Novis Group aussprechen, die das wirklich äußerst professionell umgesetzt haben, die mich hier unterstützt haben, dass wir einen Livestream machen können, um doch irgendwo bei Ihnen zu sein. Auch wenn wir uns jetzt nicht persönlich treffen können, mir wäre es natürlich lieber, wir würden uns auf einer in den Häusern von der Novis Group treffen, würden uns austauschen. Ich könnte mal ein paar Produkte zeigen, Ihnen an die Hand geben. Das ist natürlich immer was anderes. Aber wir wissen es halt, wir haben keine anderen Möglichkeiten im Augenblick. Ja, dafür kann ich jetzt hier stehen, meinen Kaffee trinken und muss nicht einfach nur den ganzen Tag rumstehen, sondern darf Ihnen jetzt auch eine Präsentation zeigen. So. Ups. Ich muss mir, das ist wie der Weatherman. Ich muss mir mal so gucken, auf welche Seite ich zeigen muss. Ist nicht so einfach. Da muss man sich erstmal dran gewöhnen. Also, herzlich willkommen auf den Business Opportunity Days bei der Novis Group, bei der Stilus AG als Ihr AV-Distributor. Ich bin sehr froh, Ihnen heute ein paar Sachen zeigen zu können. Dazu möchte ich Ihnen auch gerne unsere Agenda kurz zeigen. Ich werde ein wenig über Peerless erzählen. Viele kennen das natürlich schon, aber für diejenigen, die das nicht kennen, möchte ich da gerne etwas drauf eingehen. Dann werde ich was über BIM Smith erzählen. Ich denke mal, das ist ein Thema, was gerade für AV-Planer sehr, sehr wichtig sein könnte. Natürlich sind wir sehr stolz auf die Awards, die wir gewonnen haben. Das möchte ich nicht außer Acht lassen und dazu möchte ich ein paar Sachen einfach zeigen. Dann werde ich ein paar Sachen, ein paar Lösungen zeigen zur C-Touch. Ja. Der Severin hat ja schon sehr viel davon erzählt oder über ViaSonic, wo der Antonio auch sehr viel schon darüber erzählt hat. Dann sehe ich gerade, dass ich die Lösungen falsch geschrieben habe. Ich hatte gerade mal was geändert, habe das M vergessen. Entschuldigung dafür. Also etwas über die LED-Lösung zeigen und ein paar Kiosk-Lösungen zeigen. So, über uns. Und dazu würde ich dann einfach mal bitten, Sonja, dass du kurz das Video abspielst. Das haben wir extra so gemacht, weil es natürlich ruckeliger werde, würde ich ein Video abspielen. Peerless AV bietet seit über 75 Jahren hochwertige Audio-Videolösungen an. Alles begann im Jahr 1964 mit Fernsehständern, Antennen und der weltweit ersten Fernsehhalterung. Heute stellen wir über 3600 von Fachzeitschriften ausgezeichnete Produkte für verschiedene Anwendungsbereiche her, darunter OLED-TV-Halterungen, die neuesten LED-Display-Systeme mit geringem Pixel-Pitch, Touch-Kiosk für Innenräume und Außenbereiche und wasserfeste Outdoor-Displays. Womit wir im Zentrum vieler vertikaler Märkte stehen. Unser Team für Forschung und Entwicklung arbeitet eng mit Installationstechnikern und Integratoren zusammen und nutzt die neuesten Technologien und Trends für Produkte, die einfach zu installieren sind und über die richtigen Funktionen verfügen, um jedem Projekt die Komplexität zu nehmen. In unseren Produktionsanlagen in Nordamerika und auf der ganzen Welt werden nur die besten Materialien und Verfahren verwendet. Unser UL-zertifiziertes Testlabor sorgt für die branchenweit führende Sicherheit und Qualität. Eine Spezialabteilung produziert individuelle Kundenlösungen. Und bei all dem werden strenge Umweltrichtlinien eingehalten. Wir bieten unvergleichlichen Support für unsere Produkte, zum Beispiel Apps für Installationstechniker, Videochat und eine Website mit CAD-Zeichnungen. Mit regionalen Niederlassungen in Nord- und Mittelamerika, in Europa, im Nahen Osten, in Asien und Australien sind wir ein globaler Anbieter im wahrsten Sinne des Wortes. Unsere mehrsprachigen Mitarbeiter unterstützen die speziell ausgewählten Vertriebspartner in immer mehr Regionen. Unsere Produkte können Sie auf der ganzen Welt finden: in den Filialen der meisten führenden Fastfood-Ketten, in den größten Stadien und Veranstaltungszentren, auf Flughäfen und bei Touristikattraktionen und in der Welt des Handels und der Wirtschaft. Weil Peerless AV mit führenden Marken auf der ganzen Welt zusammenarbeitet. Die Einzigartigkeit von Peerless AV: Erfahrung, Sicherheit, Qualität, Features, Support und Innovation.
Innovation als Motor der Technologie. Ja, wie wir jetzt gerade im Video gesehen haben, sind wir eine globale Organisation. Angefangen in Chicago, wo unser Headquarter sitzt, ja, runter zu Mexiko in Watford. Dann haben wir noch vor anderthalb Jahren ein Lager in Holland eröffnet. Dabei kam dann leider raus, Anfang dieses Jahres durch die Brexit-Konstellation, dass wir als Nicht-EU-Land, also UK, es nicht erlaubt ist, aus einem EU-Land in ein Nicht-EU-Land zu liefern, um es mal ganz kompliziert zu machen. Also wir beliefern weiterhin die Schweiz aus UK heraus, weil das erlaubt ist. Dann sind wir natürlich auch noch in Dubai und in Taiwan dementsprechend located. Und wir haben auch auf dem fünften Kontinent in Australien auch eine Niederlassung. So, wie gesagt, wir sind in Aurora, ist unser Headquarter. Da ist auch unsere Fabrikation, ja, zum größten Teil. Die meisten Teile werden dort hergestellt. Man muss sich das ungefähr so vorstellen, dass eine Riesenhalle, ungefähr 10 Fußballfelder groß, wo dann auf der einen Seite der Stahl und das Aluminium reinkommen, dann wird es dort verarbeitet, geht durch die Prozesse durch, wird Pulver beschichtet, Tauch gesiedet, wie auch immer. Und dann wird es weiterverarbeitet. Wir haben große Robotermaschinen dort, die halt die Präzision haben, die im LED-Bereich gebraucht werden, dazu aber dann später. Und dann wird das Ganze verpackt und kommt auf der anderen Seite wieder als fertiges Paket raus. Ja? Das entwickelt sich natürlich nicht von heute auf morgen. Dazu gibt es natürlich eine Geschichte. Dazu will ich halt ein bisschen mehr erzählen. Wir haben 1965 die weltweit erste TV-Halterung entwickelt. Und das war natürlich erst der Anfang, wie wir alle wissen, in der heutigen Zeit. Dazu wurde natürlich immer weiterentwickelt. Und wenn Sie einfach mal auf den Zeitstrahl gucken, dort haben wir dann, wenn wir von der Design, von der ersten TV-Haltung ausgehen, dann, dass wir weitergegangen sind zu LCD-Halterungen und Plasma- und Projektorhalterungen. Wir haben dann 2009 unser EMEA-Office gegründet. Das heißt, wir sind jetzt seit 12 Jahren im europäischen Markt unterwegs. Dann kam die erste Videowall-Halterung 2010. Dann 2013 die ersten Kiosklösungen, bis wir dann letztendlich auch bei den LED-Lösungen sind, die wir 2019 jetzt nochmal auf den neuesten Stand gebracht haben. So, manche werden es kennen, ich kenne es auf jeden Fall. Wir haben, der Weatherman wieder, Zenit, das war unsere Werbung aus den 60er und 70er Jahren. Für alle diejenigen, die vielleicht ein TV-Geschäft hatten oder mal gehabt haben, die können sich bestimmt noch daran erinnern. So, wir arbeiten sehr stark mit Herstellern zusammen. Warum tun wir das? Wir wollen natürlich auch weiterhin innovativ sein. Wir müssen dazu immer den engen Kontakt zu den Herstellern haben, um dementsprechend auch die Produkte für diese Hersteller entwickeln zu können. Wir brauchen natürlich immer eine gewisse Entwicklungszeit, Testzeiten, um auch zu gewährleisten, dass die Qualität und die Handhabung einfach perfekt ist. So, hier sind ein paar Hilfsmittel, die Ihnen Peerless gerne an die Hand geben möchte. Wir haben also den Mountfinder. Der Mountfinder ist auf unserer Webpage. Das heißt, die erste Zeile, die Sie finden, da ist unser Mountfinder drin. Was tun Sie da? Dort einfach das Modell eingeben, für welches Modell Sie eine Haltungslösung suchen. Wenn Sie das Modell angeben, dann wird Ihnen aufgelistet, was für Lösungen wir Ihnen dazu anbieten können, im Haltungsbereich, Kiosk oder sonstiges. Und dann können Sie natürlich noch auswählen, ob Landscape oder Porträt, ausziehbar oder wie auch immer. Also wirklich ganz einfach zu machen. So, dann haben wir noch den Kioskbilder. Der Kioskbilder ist, ein sehr schönes Tool. Entschuldigung. Sehr schönes Tool, um dem Kunden, Ihrem Kunden, ein Kiosk visualisieren zu können. Dort können Sie dann RAL-Farben spielen. Sie können Codes, also die RAL-Codes, die Ihnen der Kunde gibt, dort eingeben und können dann dem Kunden visualisieren, wie der Kiosk aussehen würde. Sie können jedes Teil vom Kiosk einzeln farblich darstellen, also in verschiedenen Farben.
Das ist natürlich sehr schön, gerade wenn der Kunde noch keine Erfahrung hat mit einem Kiosk, dass er eine Vorstellung davon bekommt. Das unterstützt oder soll sie unterstützen als unser Partner, um unsere Lösung mitverkaufen zu können. Ja? Dann der LED-Konfigurator, ganz wichtig. Der LED-Konfigurator, und dazu erzähle ich Ihnen ein bisschen mehr, soll sie auch unterstützen. Und natürlich haben wir noch einen Modular-Konfigurator. Das ist unser modules System, um sehr schöne, designte Lösungen planen zu können mit einer dementsprechenden Orderliste. So, und dann haben wir noch die Revit-Files. Und zu den Revit-Files komme ich jetzt nochmal. Die BIMSMIS-Datei sagt einfach aus, diese Dateien werden von Architekten und Planern genutzt, um auch AV-Projekte planen zu können. Sprich, wenn Sie jetzt ein neues Gebäude planen, dann erleichtert es dem Architekt oder Planer auch, Multimedia-Artikel, Produkte mit einzubinden. In dieser BIMSMIS-Datei, die auch runtergeladen werden kann, ist hinterlegt einmal die CAD-Zeichnung zu unserem Produkt, Datenblätter, Fotos und sonstige Informationen. Das heißt aber auch für Sie, Sie können hier eine bessere Recherche betreiben, haben auf alles Zugriff. Wie gesagt, gerade Datenblätter, Bilder, CAD-Zeichnungen. Da können Sie das vergleichen, welches Produkt vielleicht am besten passen würde. Ja? Und Sie können sich dann die ganzen Sachen hier von unserer PLS-Seite runterladen. So, was ich ja angedroht habe, dass wir noch ein paar schöne Awards gewonnen haben, worauf wir auch sehr stolz sind. Zum einen ist das der Queen's Award, der einmal im Jahr vergeben wird an Unternehmen, die sich besonders im Auslandshandel ausgezeichnet haben. Entschuldigung. Den haben wir erhalten. Wir sind besucht worden, haben die Zertifikate bekommen und die Auszeichnungen und Urkunden. Und da ist man in UK wirklich extrem stolz drauf. Worauf wir auch besonders stolz sind, dass wir wieder mal zum Manufacturer of the Year gewählt wurden in 2020 im November. Das zeichnet uns einfach aus und beweist uns, dass wir den richtigen Weg gehen. So, wir sind aber auch zum besten Sales Team 2020 gekrönt worden. Was mich persönlich natürlich im Vertrieb besonders stolz macht darauf. So, des Weiteren sind wir auch ausgezeichnet worden mit der besten LED-Lösung des Marktes in 2020. Und dazu ist meine Kollegin aus UK, Charlene, als AV Sales Professional of the Year gekrönt worden. Nochmal dahin zu Charlene, zu Cha, die allerbesten Glückwünsche. So, kommen wir zu den C-Touch-Lösungen. Ja, zum Beispiel für den Riva 75 und 86 Zoll. Dort haben wir dann unseren SR598. Warum den SR598? Ganz einfach, wie Sie sehen, ist es ein Zwei-Säulen-Trolley. Warum zwei Säulen-Trolleys? Wie Sie manchmal festgestellt haben, wenn Sie ein Touchgerät haben, installieren das auf einer Einsäulen-Trolley-Lösung und er ist etwas breiter, dann kann es sein, wenn Sie dann links unten oder rechts unten als Kunde in die Ecke touchen, dass es dann einen sogenannten Wobbling-Effekt gibt. Das ist für den Kunden unangenehm, ja, weil er hat nicht das Gefühl, dass er auf ein stabiles Gerät trifft. Und damit drückt er dann nicht mehr richtig und es kommt dann zur Rückmeldung zu Ihnen, dass das Gerät in der Touch-Funktion nicht richtig stimmt, weil der Kunde nicht mehr richtig berührt. Und das ist oftmals die Problematik dabei. Aus diesem Grund empfehlen wir gerade bei den 75 und 86 Zoll Versionen immer den SR598 zu nehmen, weil das die stabilste Lösung ist für diese Anwendung. So, das ist ja nicht alles. Wir haben natürlich dann auch noch ein paar Halterungen dazu. Das ist die SF680P und die ST680P. Was ist der Unterschied? SF steht dann für Flat, also flach an der Wand. ST steht für Tilt. Das heißt, Sie können dann das Gerät neigen. Das Schöne dabei ist, dass Sie hier bei diesen beiden Haltungen einen sogenannten Kickstand haben. Der Kickstand, ja, ich zeige das mal hier. Der Kickstand sorgt einfach dazu, wenn Sie eine Wartung durchführen, dass Sie einfach das Gerät nach oben anziehen und
das Gerät anziehen und dann dementsprechend die Wartung dahinter durchführen können. Weil niemand geht hin, schickt 3, 4 Techniker, um das Gerät, 85 Zoll ist natürlich jetzt schon mal ein Gewicht, abzunehmen, um dann gegebenenfalls Wartung durchzuführen und dann wieder aufzuhängen. Das ist ein Riesenvorteil in dem Bereich der Wartung. So, natürlich haben wir auch für ViewSonic Lösungen. Hier haben wir dann die als Articulating, also herausziehbare Haltung und verdrehbare Haltung, die SA746PU. Dann die SF640P, sprich wieder Flat. Wir haben genau das gleiche als auch als ST, also als Tilt-Version ST640P. Und wir haben den SR560M. So, hier ist der Unterschied halt, dass wir ein Einsäulensystem haben, was aber in diesen Bereichen für diese Modelle absolut ausreichend ist. Ja? Für die ganze CDE-Serie können wir dann dementsprechende Lösung liefern. Wenn wir aber davon ausgehen, dass die IFP-Serie ja, genommen werden sollte, dann sagen wir auch, bitte nehmt den SR598. Jetzt kommen wir zu den Seamless-Lösungen, sprich zu den LED-Lösungen, die mir wirklich am Herzen liegen. Und da bin ich für jede Frage froh. Ich habe vorhin vergessen zu sagen, wir haben die Chat-Funktion an. Die Jana im Hintergrund nimmt gerne ihre Fragen auf. Und nach der Präsentation versuche ich, diese dann zu beantworten, soweit es mir möglich ist. Ich weiß natürlich auch nicht alles, aber dann können wir darauf eingehen. So, und jetzt würde ich noch mal kurz bitten, das LED-Video zu starten an die Kollegen. Jetzt haben Sie gesehen, wie man unsere LED-Lösung einstellen kann. Ich finde das immer ganz wichtig. Das Video zeigt ein bisschen mehr als eine Präsentation. Wenn dazu Fragen sind, melden Sie sich einfach bei der Stilus. Ich kann Ihnen anbieten, dass wir ein, in der heutigen Zeit nicht anders möglich im Augenblick halt zumindest, ein Teams-Meeting anbieten, wo wir dann einfach in die LED-Lösung reingehen und ich Ihnen die dann noch näher erkläre. Jetzt vorab einfach mal unsere Seamless. Woraus besteht diese Serie? Diese Serie besteht aus 3 Kategorien. Die zeige ich Ihnen jetzt mal. So, da haben wir die Connect. Das ist eine dedizierte Lösung. Muss man sich so vorstellen wie die Videowall-Lösung von uns, die Sie bereits kennen. Für eine flach an die Wand angebrachte LED-Lösung. Wir empfehlen hier, nicht über 5x5 zu gehen. Das hängt einfach damit zusammen, wenn der Untergrund uneben ist, dann ist diese Lösung maximal geeignet. Wir können auch noch drüber weggehen, aber unsere Empfehlung geht bis 5x5 Cabinets. Ja? Damit erreichen Sie schon die 4K-Auflösung bei fast allen Herstellern. So, ich erkläre gleich noch ein bisschen mehr dazu, wie das funktioniert, wie das aufgebaut wird. Dann haben wir die Kitted Solution. Hier haben wir natürlich schon Standardlösungen für viele Hersteller in verschiedenen Konfigurationen, in der Wandkonfiguration. Hier ist aber auch zu beachten, das ist eine Lösung für flach an der Wand anzubringen oder als reine oder als Ticker-Tape sozusagen Variante. Und bei der Kitted Solution sagen wir, hier sollte man nicht über eine 36x8 Kabinett-Konfiguration gehen. Diese wie Sie gerade im Video gesehen haben, ist auf der XYZ-Achse einstellbar.
Die Kitted Solution sorgt einfach dafür, dass Sie sehr, sehr schnell installieren können und dass Sie das Maximale aus der Einstellung rausholen können. Wir haben hier eine Lieferzeit von 5 bis 7 Werktagen. Und dann haben wir noch die Bespoke. Die Bespoke, das ist unsere kundenspezifische Lösung. Das heißt, hier arbeiten wir nach Kundenauftrag, genauso wie der Kunde die LED-Konfiguration braucht. Hier können wir alle Arten der Installation abbilden, ob es eine Wandboden, Boden, Decke, ob als Corner, also um die Eckenkonfiguration, als Curved, ja, Curved Wall Installation, als Card Stand oder Pedalest. Ja. Hier haben wir die Möglichkeit von Large, wo dann die Kitted aufhört, hochzugehen bis XL. Und da zeige ich Ihnen gleich mal ein paar Beispiele, was XL für uns bedeutet. Hier geht es natürlich darum, hier geht es um eine spezielle Lösung. Dazu werden dann spezielle CAD-Zeichnungen erstellt und designt. Und daher haben wir hier einen Herstellungsprozess von 25 bis 30 Arbeitstage. So, ich habe ja gerade gesagt, ich gehe jetzt noch ein bisschen mehr ein auf die Seamless Connect Solutions. Und da haben wir die Landscape. Sie können, also ein Teil können Sie entweder als Landscape, als Porträt oder halt auch als Mosaiklösung machen. Wie schon gesagt, nicht über 5x5 bitte gehen. Ja? Wir können hier auch in der Tiefe einstellen und das zeige ich Ihnen. Wo stelle ich die Tiefe ein? Die Tiefe stelle ich hier ein und damit kann ich das ausrichten. Bitte bedenken, nicht über 5x5 zu gehen, weil ansonsten kann es zu Problemen führen in der Tiefeneinstellung. Wie viele es bereits kennen von unseren Videobohrlösungen, ist unsere Keyhole Solution. Das heißt, ich messe das Kabinett in der Hälfte, setze meine Bohrung an, hänge die Connect-Halterung an diesem Keyhole-Slot auf, richte es aus, dementsprechend der Wand, ja, mache dann die restlichen 4 Bohrungen und dann kann ich das LED-Kabinett einhängen. Wenn ich natürlich die anderen auch dementsprechend installiert habe, hänge ich es ein, mache die Tiefeneinstellungen, richte es aus und somit habe ich eine sehr einfache und sehr, sehr schnelle Installation, gerade für den Indoor-Bereich. Ja? Wir haben das für diverse Hersteller, hier mal als Beispiel für die Apsen. So, kommen wir also zu den Kitted Solutions. So, die Kitted Solutions sind also die Lösungen, die wir schon standardmäßig auf Lager haben, ja? Aber auch halt für die Wandinstallation, für die flache Wandinstallation. Hier ist zu beachten, dass wir eine Installation empfehlen von 36 x 8 in der maximalen Konfiguration. So, der Unterschied hier ist nochmal dazu, Sie bekommen die gesamte Installation vorkonfiguriert zugestellt. In Paketen, die Sie einfach durch das Gebäude transportieren können. Es ist alles schon vorhanden in einem Paket. Die Adapter sind schon vorinstalliert. Ja, das heißt, Sie müssen die Stangen oder die Konstruktion nur zusammenfügen, an den Ecken oder an den Verbindungen festschrauben und können es dann an die Wand hängen. Ja, dazu liefern wir zu dem Modell, was Sie bestellt haben, egal von welchem Hersteller, egal welches Modell, die dementsprechenden Abstandshalter Spacer zu. Das heißt, Sie können damit dann, bevor Sie das Konstrukt an der Wand installieren, ausrichten mit den Spacern in der vertikalen und horizontalen Ausrichtung und somit dann den Einstellungsaufwand auf ein absolutes Minimum reduzieren, wenn Sie unsere Spacer nutzen. Das heißt, wenn Sie die Spacer genutzt haben und hängen es dann auf, ist es eigentlich fast nicht mehr nötig, nachzujustieren. Natürlich kann es sein, wenn die Wand extrem uneben ist, und da haben Sie ja gerade noch mein Video gesehen, wie die Tiefeneinstellung geht. Das ist sehr einfach, weil die lösen ja nur um, sie drehen halt die Schraube und damit verringern oder vergrößern Sie den Abstand zur Wand und somit ist die Tiefeneinstellung da sehr schnell gemacht. Wir haben auch eine Lösung für das Bandmaß mit dabei. Das heißt, wie Sie es kennen, wenn Sie das dann einmal das Farbband anklatschen, so können Sie es im String dementsprechend ausführen. Wir haben also dann eine linke und eine rechte Installation,
wo Sie dann den String durchführen, um zu sehen, ob Sie im Waage sind. So sieht es dann aus. Also wie ich schon gesagt habe, es ist vorkonfiguriert. Es ist ein modulares Design. Das heißt also, wenn Sie sagen, okay, ich habe diese Maximalkonfiguration, reicht mir nicht, ich habe hier eine flache Wand, ich bräuchte davon 4, dann können Sie diese modularen Produkte zusammenfügen. Das heißt, Sie machen eine dran, die zweite dran und fügen diese zusammen. Das ist alles möglich bei uns. Hier nochmal kurz erklärt, wie das mit den Spacern funktioniert. Ja? Wie Sie sehen, habe ich hier die Spacer und kann damit die Feinjustierung vornehmen. Ja, in der vertikalen und in der horizontalen. Dann haben wir natürlich noch die Tiefeneinstellung auf der Z-Achse. Das erlaubt uns, die dementsprechenden Hindernisse, die wir auf der Wand vorfinden, auszugleichen. Und natürlich das die Höheneinstellung, das High Adjustment auf der Y-Achse, um dementsprechend Höhenunterschiede auszugleichen. So, für wen können wir das denn alles liefern? Wir haben schon jetzt eine große Auswahl für Apson, für Barco, für Planar, LG, Philips, für Samsung, für die verschiedenen Serien und natürlich Unilumin. Wir haben noch ganz viele andere Hersteller. Nur sage ich, man muss nicht alles immer sofort zeigen. So, als nächstes, und das finde ich halt wirklich super, ist, wir sind oft danach gefragt worden von Integratoren, ihr liefert so eine schöne Lösung ab. Wenn ich die aber im Meetingraum oder in einem Boardroom oder in Orten installieren, wo das Design eine große Rolle spielt, wie kann ich denn Abschluss da machen? Viele sind dazu übergegangen, sind zu dem Metallbau um die Ecke gegangen, der hat einen Rahmen gebastelt. Das Problem war dann aber die Belüftung. Und deswegen haben wir uns bei Pilas gedacht, wir liefern eine ganz einfache, schöne und designte Lösung für unsere Kunden. Und das ist das universelle Trim Kit. Und man sieht es, wir haben hier die Ventilation oben drin und unten. Und an den Seiten ist es geschlossen. Jetzt muss ich dazu noch sagen, dieses Trim Kit können Sie aber auch in RAL-Farben bestellen, in unterschiedlichen. Das heißt, wenn der Kunde sagt, ich hätte es gern in Weiß oder ich hätte es gern in Pink oder in welcher Farbe auch immer, dann können wir die dementsprechend herstellen für Sie oder beziehungsweise für Ihren Kunden. So, kommen wir also hier zu der Bespoke-Lösung. Die Bespoke-Lösung ist wirklich sehr anspruchsvoll. Hier haben wir ein Beispiel aus dem Caesars Convention Center in Las Vegas. Die Anforderung hier war, wir durften die Wand nicht benutzen. Wir durften also nur in die Decke und in den Boden gehen. Und wie Sie sehen, ich gehe mal hier ein bisschen beiseite, hier die ganzen Trägerkonstellationen, die haben wir komplett designt und gebaut und haben auch die Statik dafür berechnet und dementsprechend konnten wir dann in dieser Höhe, in der Decke und im Boden das Gewicht so verteilen, dass es zu keinerlei Problematiken gab. Das Projekt benötigt natürlich wirklich sehr viel Betreuung von uns und da sind wir auch bereit. Sie können bei uns auch jemanden mitbuchen, der Sie bei der Installation vor Ort unterstützt. Nicht als Installierender, ja, sondern der Sie unterstützt bei der richtigen Installation. Wenn Sie da Fragen haben, kommen Sie einfach auf mich zu. Ja, den LED-Konfigurator habe ich schon erwähnt. Es gibt dazu auch ein YouTube-Video auf meinem YouTube-Kanal, wo dann einfach das erklärt wird, wie man den anwendet. Wenn Sie jetzt sich den Link nicht abschreiben möchten oder Sie möchten nicht danach suchen, bitte wenden Sie sich an Ihren Betreuer bei der Stilus. Dann sendet er Ihnen den gerne zu. So, kommen wir also zum Kiosk-Sortiment. Was haben wir denn alles für Kiosk-Möglichkeiten? Ja, wir haben die Möglichkeit, ein On-Wall-Kiosk, ein In-Wall-Kiosk, Landscape- oder Portrait-Kiosk zu machen. Das heißt, wir haben ein vollständiges Sortiment, wie Sie das brauchen für Ihren Kunden oder wie der Kunde es gerne von Ihnen haben möchte. Wo kommt dieser Kiosk her? Wir stellen den in UK her. Er wird aus UK Stahl gemacht.
Die Einstellung ist sehr einfach. Das heißt, ich benutze diese beiden Stangen hier, diese Weserhaltung. Die werden mit vier Schrauben auf dem Display hinten festgemacht. Dann hänge ich das Display in den Kiosk rein und mache dann hierüber die Tiefeneinstellung. Ganz einfach und schnell. Also wenn ich mich vor das Kiosk stelle und dann von der Seite gucke, ich mache die Einstellung, schiebe das Display dann bis nach vorne dran und dann ist es schon ausgerichtet. Wir haben dann oben sogenannte Mutes, also Einschlüssel, zwei Schlösser für vorne, zwei Schlösser für hinten, ist jeweils mit einem Schlüssel zu benutzen. Unten dann im Component kann ich dann dementsprechend meine Multimedia-Accessories dementsprechend storagen, also lagern. Ich kann dann Wi-Fi-Komponenten, Media-Player, sonstiges dort unterbringen. Und ich habe nur ein Kabel, was nach draußen geht. Das sieht dann so aus. Ja. Alle unsere Kiosk-Lösungen sind UL-zertifiziert. Das heißt, sie müssen auch einen sogenannten KIPP-Test bestehen. Das ist bei der UL-Zertifizierung der Test 1667. Das heißt, eine Person mit einem gewissen Gewicht rennt gegen den Kiosk. Das wird simuliert, indem man den Kiosk dann auf 16,9 Grad zieht und dann zurückfallen lässt. Und der Kiosk darf dann also nicht umkippen. Ganz wichtiges Sicherheitsmerkmal, gerade wenn ein Kiosk in einer Public Area aufgestellt wird. Die Ventilation, wir haben eine thermogesteuerte Ventilation. Das heißt, wenn eine bestimmte Temperatur erreicht wird, springt der erste Ventilator an. Wenn diese Temperatur dann trotzdem noch nach oben steigt, springt dann der zweite an. Und wenn sich dann die Temperatur verringert, schalten sich dementsprechend die Ventilatoren aus. Hat ganz viel zu tun mit der Geräuschemission. Wir reduzieren sie dadurch. So, was sind denn so unsere Standard-Options, die man noch dazu bestellen kann? Sie sehen das ja auf dem Kiosk-Configurator, ganz wichtig. Also, wir können hier, wie der Kunde es möchte, eine sogenannte Vinyl oder Grafik auf dem Kiosk anbringen. Wir können aber auch dann, was ich ja schon mal gesagt habe, den Kiosk einfach in der RAL-Farbe des Unternehmens lackieren. Ja? Wir können aber auch dann, wenn der Kunde es möchte, auch das Ganze dann mit Vinyl verpacken oder bekleben. Und somit ist der Kreativität eigentlich keine Grenze gesetzt. Vielleicht noch zu den Optionen, die man bei uns einfach mit dazu bestellen kann. Man kann also bei uns eine Kamera mit dazu bestellen und Lautsprecher. Die werden dann vorkonfiguriert bei Ihnen an der Baustelle angeliefert. Das heißt, der Kiosk wird in einem auf der Palette geliefert mit den Lautsprechern und mit der Kamera schon bereits installiert. Das heißt, vor Ort auf der Baustelle müssen Sie nur noch das Display einhängen, die Verkabelung machen und das war schon. Das spart Ihnen unwahrscheinlich viel Installationszeit. Sie müssen also nicht zusammenbauen bei uns. So, dazu können Sie als Option eine sogenannte Wheelbase bestellen. Das heißt einfach, dass der Kiosk dann mit einem Fuß ausgestattet ist, was dem Kunden erlaubt, dann das Gerät mobil zu bewegen. Das heißt, Sie drehen die Räder nach unten und dann schieben Sie den Kiosk, wenn Sie brauchen. Und wenn er an der Stelle steht, wo er platziert werden soll, drehen Sie die Räder einfach wieder hoch. Das ist nicht zu sehen von außen, weil er schön mit einer Blende verkleidet ist. So, dazu kann man auch verschiedene Glasoptionen bestellen. Ja, je nachdem, was Sie brauchen. Wenn Sie in bestimmten Public Areas unterwegs sind, wo man halt Vandalismusschutz braucht, dann können Sie auch dementsprechend das Glas bestellen bei uns. Das waren jetzt die Indoor-Kiosk-Lösungen. Jetzt kommen wir noch kurz zu den Outdoor-Kiosk-Lösungen. Da haben wir dann unsere Smart City-Kiosk-Lösungen. Ja, als allererstes haben wir dort unseren Smart City-Kiosk, der für verschiedene Modelle genutzt werden kann. Also er kann für Samsung UH F-Serie genutzt werden oder auch für unsere Extreme-Serie. Unsere Extreme-Serie
Das ist ein anderes Thema, ist ein Outdoor-Screen, der für ganz spezielle Anforderungen designt wurde. Er hat IP68, also er ist dann wirklich für die Extremsituationen vorgesehen. Unsere Smart City Kiosks sind standardmäßig in Schwarz oder Silber verfügbar. Ja, wie ist der aufgebaut? Es ist einfach ein sehr schönes Design, sehr schmal mit einem Stangensystem. Wir haben natürlich dann auch die Möglichkeit, hier verschiedene Brandings aufzubringen, wenn Sie es möchten. Wir haben unten eine Lagermöglichkeit, auch für Media Player, Wi-Fi, sonstige Accessories, dass Sie dort Storage möchten. Und dieses Storage ist IP56 gerated, IP56. Wir haben dann optional einen Touch-Overlay. Das heißt, der ist infrarot gesteuert, 6-Punkt-Touch und kann dann per USB an den Media Player oder an das Display angeschlossen werden und dann genutzt werden, um im Outdoor-Bereich auch zum Beispiel, wenn jemand sagt, gerade in der heutigen Zeit, Impfzentrum, wo muss ich hin, darf ich da rein, Maske oder nicht? Also das kann man alles machen. Man kann natürlich auch den Kiosk hier mit Kameras ausstatten, wenn man das möchte. Die liefern wir jetzt nicht mit, das können Sie aber vor Ort machen, weil hier oben ist auch nochmal eine Möglichkeit, um zu lagern. Da gibt es allerdings keine IP-Zertifizierung. Ja, die Displays, die Sie einsetzen können, ist einmal, wie gesagt, Samsung UHF-Serie oder das Extreme. Die sind ja dementsprechend gerated. Durch unsere Lösung ergibt sich keine höhere IP-Rating-Zertifizierung. Ja, gucken wir nochmal nach hinten. Bei den Extremes haben Sie halt keine Fans oder Filter, die Sie warten müssen. Bei der Samsung UHF-Serie benötigen Sie eine dementsprechende Belüftung, ja, und auch den Zugang, um gegebenenfalls, wenn es vonnöten ist, die Filter wechseln zu können. Das wird ganz einfach bei uns gemacht. Das ist eine Tür, wo Sie dann auch, wie bei dem Kiosk, was ich Ihnen oben gezeigt habe, einfach aufschließen, aufmachen, Wartung durchführen, wieder verschließen. Ganz einfach für Sie als Installateur. Ja, die Panels unten werden mit 6 Schrauben jeweils, also mit jeweils 3 Schrauben für jede Seite angebracht. Es sind 2 Kabelkanäle, die an der Seite hochgehen. Hallo? Ich habe nur gerade jemanden gehört. Entschuldigung. Ich dachte, mir wird jetzt souffliert, ich bin drüber. Aber okay. Okay, jetzt bin ich gerade rausgekommen. Kein Problem, komme ich wieder rein. Ja, was ich schon gesagt habe, wir haben hier die Storage Area, wo Sie Ihre Sachen unterbringen können. Hinten auch 2 Schlösser, die Sie dann dementsprechend nach unten klappen können. Es ist belüftet, es ist keine Klimaanlage drin und es ist keine Heizung mit drin. Das ist bitte zu beachten. Ja. Windrated, ja, ganz wichtig eigentlich auch. Bis 140 Meilen pro Stunde sind die Displays gerated. Reicht für uns hier in unseren Regionen in Europa absolut aus. Ja. Was ich gerade schon gesagt habe, natürlich haben wir auch oben nochmal eine dementsprechende Lagermöglichkeit für andere Sachen. So, jetzt haben wir noch die KOF-Serie. Und das ist jetzt ganz neu, dass wir diese KOF-Serien als Single, Double oder Triple haben wir einmal für Samsung UHF-Serie, wir haben für die LG XE-Serie oder für Extreme. Und das ist wirklich absolut neu und kann jetzt auch bei uns angefragt werden. So, und damit komme ich auch zum Ende. Bin jetzt durch soweit. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Und ich wollte jetzt einfach mal gucken, was die Sonja macht. Und deswegen bedanke ich mich in erster Linie erstmal bei Ihnen recht herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, wir konnten Sie ein bisschen informieren. Und ich hoffe einfach auf das nächste Mal, dass wir uns wieder persönlich sehen können und das persönliche Gespräch führen dürfen. Ich bedanke mich.